Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr den perfekten Blowout, Mega, Mähne zu Hause ganz einfach gestylt bekommt. Mit nichts geringerem als dem One and Only Dyson Airwrap. Ich habe das Ding jetzt schon seit einigen Monaten auf Herz und Nieren getestet, habe alle Aufsätze durch und habe meinen besten Weg gefunden, wie ich diese Frisur schnell hinbekomme, wie sie super, super lange hält. Ein paar Tipps und Tricks für euch hier versammelt, damit ihr diesen Look ganz einfach zu Hause nachzaubern könnt. Ich stelle euch jetzt die Umverpackung vor. Sieht mega bougie luxurious aus. Und zwar kommt dieses wunderschöne Dyson-Gerät in so einer Lederverpackung. Sieht super edel aus. Ich habe das hier immer schön verstaut da drin. Super geil mit so einem magnetischen Verschluss. Sehr praktisch. Haben wir hier, mein Gott, das wiegt auf jeden Fall was. Soll wieder Sport machen. Haben wir hier den ganzen Spaß drin. Und so haben wir hier einmal in so einem schönen schwarzen Samtcase liegt hier das Dyson-Gerät gebettet. Zwei Bürsten, wenn man auf einen glatten Look steht, werden auch direkt mitgeliefert. Die habe ich persönlich noch nicht bisher benutzt. Ich benutze meistens den Föhnaufsatz. Natürlich hier die Famous Barrels, ein Small Barrel. Und ein Large Barrel kommt in dem ganzen Paket geliefert. Und natürlich die Rundbürste. Liebe Leute, der allererste Schritt, wie ihr seht, die Haare müssen so zu 80-90% trocken sein. Also meine Haarspitzen sind schon ziemlich trocken. Nur noch in den Ansätzen sind die Haare noch ein bisschen feucht. Ich habe die jetzt einfach ein bisschen Luft trocknen lassen. In der Zeit habe ich mein Make-up gemacht. Das ist der erste Tipp, denn dieser Airwrap funktioniert am besten, wenn die Haare nicht komplett nass sind, sondern schon fast trocken. Den Pony, den stylen wir als erstes, weil der am schnellsten trocknet. Denn dann kann man den nicht mehr so gut stylen. Nicht mehr so gut stylen, wenn der schon komplett trocken ist. Also wie ihr seht, ich bin gar nicht der Profi, was jetzt Haare, wie nennt man das, abteilen angeht oder so. Ich mache das einfach irgendwie. Das sieht trotzdem gut aus am Ende. Und dann kommt zuallererst unsere Rundbürste zum Einsatz. Die klicke ich jetzt einmal hier drauf. Jetzt ist die auch fest und ich werde das Ganze completely auf heiß, aber das Gebläse auf mittel lassen, sonst fliegen die Haare um die Ohren. Ich ziehe mir die Bürste ganz nah am Gesicht Richtung Boden. Dann am Ende benutze ich den Cool-Button. Dafür muss ich den Knopf nur nach oben halten und drücken, um die ganze Frisur zu fixieren. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Volumen. Vor allen Dingen mag ich das, wenn der Pony so ein bisschen ins Gesicht reinfällt. Natürlich werden wir jetzt nicht so rumlaufen wie Marie Antoinette. Die werden wir gleich noch nach hinten wegstylen, aber das machen wir mit einem anderen Tool. Jetzt haben wir Hauptsache schon mal ein bisschen Volumen. Die Haare fallen schön ins Gesicht, rahmen das Gesicht schön ein. Das mag ich ganz gerne. Deswegen auch der Move, dass wir so die Bürste ins Gesicht und nach unten ziehen. Den Pony, den stecke ich jetzt kurz weg und nehme mir zwei Parts der Haare. Kämme das Ganze nochmal ordentlich durch. Diese Haarbürste ist übrigens, die habe ich jetzt schon seit bestimmt 4 oder 3 Jahren mindestens. Die ist einfach der Oberknaller. Es zieht nicht. Ich kann auch perfekt das nasse Haar durchkämmen. Kann ich nur empfehlen. Von Shu Yumura. Da hier vorne im Ansatz die Haare noch ultra nass sind, und bis da oben, ganz oben an die Roots, komme ich gar nicht mit dem Styling-Tool. Muss ich jetzt erstmal den praktischen Föhn verwenden. Ist ja auch praktisch, dass man direkt in dem ganzen Kit auch noch einen Föhn mit dabei hat. Den klicke ich eben wie die Rundbürste auch wieder einfach hier drauf. Und den gebe ich diesmal volle Power. Und dann föhne ich jetzt erstmal ganz kurz die Haaransätze. Und wenn ihr so fliegende Haare vermeiden wollt, gebe ich euch den Tipp, dass ihr am besten über Kopf nach unten die Haare föhnt, damit ihr die Haare auch etwas glatter föhnt. Kommen wir noch zu einem zweiten Tipp. Wenn ihr wollt, dass die Dyson-Wellenlocken, wie auch immer, länger halten, also am zweiten und dritten Tag noch fresh aussehen, würde ich euch empfehlen, die Small Barrels zu benutzen, statt die großen. Die großen machen eher so ein voluminöses, große Wellenlook
Und dementsprechend fallen die Wellen auch schnell aus dem Haar raus, wenn man diesen hier benutzt. Das heißt, ich würde eher zu dem hier tendieren, wenn ihr wirklich langanhaltende Locken haben möchtet. Und wenn ihr wissen wollt, welchen Barrel für welche Seite, guckt einfach in den Spiegel. Und wenn ich jetzt hier die Seite anfange, ich möchte ja, dass die Wellen nach außen gehen, benutze ich nicht den, sondern den. So ein kleiner Tipp, wie man das ganz schnell rausfindet. Der nächste Tipp von mir ist, dass ihr relativ schmale Pieces nimmt von den Haaren und nicht direkt so einen riesen Haufen. Dann hält die Locke auch nochmal besser. Und jetzt, wo die Haarspitze auch schon fast trocken ist, passiert es ganz automatisch, dass der Föhn die ansaugt quasi. Und ihr haltet nur die Strähne hier ein bisschen vom Gesicht entfernt und dann passiert das Ganze ganz automatisch. Ein ganz wichtiger Tipp, den ich super hilfreich finde. Wenn ihr relativ langes Haar habt, dann macht nicht den Fehler und benutzt das Dyson-Gerät, wie man soll. Und zwar this way. Weil was dann passiert, dass die Haare dann hier überlappen und die Locke dann nicht mehr richtig geformt ist. Was ich stattdessen machen würde an eurer Stelle, die ansaugen lasst und dann dreht ihr den Lockenstoff ein für das letzte Stück. Ich halte ungefähr 10 Sekunden den heißen Luftstrom und dann drücke ich den Button für die Kühlfunktion nach oben und lasse die Locke nochmal für 10 Sekunden auch jeweils auskühlen. Und so sollte dann jede Locke von euch aussehen. Das sieht jetzt natürlich erstmal gezwirbelt aus, aber wir lassen das jetzt erstmal so auskühlen. Dann packe ich mir die nach hinten und schnappe mir die nächste Section. So in etwa sollten dann eure Haare ungefähr aussehen. Die packen wir schön nach hinten. Und in der Zeit mache ich jetzt die andere Seite. Jetzt kommen wir zum oberen Part. Das sind jetzt weniger Haare als eben. Das Ganze hat mich jetzt ungefähr 10 Minütchen gedauert. Der obere Part dauert noch 5 Minuten und dann ist die Frisur auch durch. Hier parte ich das jetzt ebenfalls wieder in 2 Seiten. Und auch hier müssen wir jetzt gleich wieder mit dem Föhn ran, weil hier oben das Haar noch komplett nass ist. Wieder unser schöner Föhnaufsatz. Und auch hier wieder das gleiche Prozedere wie eben. Und das Praktische ist halt auch einfach, dass man die Hände komplett frei hat. Ich kann mir hier die Strähne festhalten. Ich bin eh nicht so die Multitasking-Queen. Das ist für mich das Allerschwierigste und deswegen ist das so praktisch, dass man die zweite Hand frei hat. So, und vorne am Pony versuche ich das so nah wie möglich an meinem Haaransatz zu halten, um so einen kleinen Volumeneffekt nochmal zu erzielen. Toll. So, ich kümmere mich eben um die andere Seite und dann bin ich gleich zurück. So, liebe Leute, jetzt kommen wir zum allerletzten Schritt. Ich hole mir all meine Haare nach vorne. Und da wir so aussehen, bisschen wie diese Mozart-Perücken damals im 17. Jahrhundert. Was ich jetzt mache, ich schnappe mir meine ihr wisst was. Und fange an wirklich langsam, das ist auch der Trick, dass ihr wirklich langsam bürstet, nicht schnell bürsten. Nur um die Haare auch so ein bisschen zu legen. Besonders hier innen. Und den Rest mache ich auch nur noch mit meinen Fingern. So ein bisschen auseinanderziehen die Haare. Durch die Haare fahren mit den Fingern. Ein bisschen Volumen. Und jetzt könnt ihr eure Haare mit Mittelscheitel tragen. Das mache ich ganz gerne, wenn die frisch gestylt sind. Ansonsten ist es praktischer, dass man die so geföhnt hat, dass man die legen kann, wie man möchte. Fresh as ever. Lassen sich super leicht legen, wie man möchte, oder die andere Seite. Man muss wirklich nicht viel machen und die Haare sitzen trotzdem immer perfetto. Wenn ihr es gerne noch ein bisschen voluminöser habt, könnt ihr gerne mit der Bürste einfach so mal eben reinteasen. Und stylingmäßig mache ich jetzt kein Haarspray rein, wenn überhaupt ein bisschen Haaröl, aber mehr mache ich auch nicht rein, damit die Haare nicht beschwert werden. Dann hängen sich die Locken einfach schneller aus, wenn man viel Produkt in den Haaren hat. Deswegen achte ich darauf, nicht viel Produkt in den Haaren zu haben, dann habe ich auch schön lange was von den Locken. Ja, und somit habt ihr euch den Friseurgang erspart und habt einen schönen Blowout. Ich finde das Ding mega praktisch, weil es föhnt die Haare und stylt die Haare gleichzeitig.
Ich benutze den ein- bis zweimal die Woche und bin good to go. Muss nicht mehr machen und es sieht direkt gestylt aus. Und selbst wenn ich jetzt die Haare noch zum Zopf trage, egal wie, die Spitzen sind immer schön eingerollt und sehen hübsch, gesünder und frischer aus. Alles in allem kann ich sagen, dass es wirklich ein super praktisches Tool ist, wenn man denn ein bisschen Geld beiseite hat, wenn man wirklich investieren möchte. Dieses Ding hat man auch eine Zeit lang und man hat sich wirklich Föhn und Styling in einem gespart und man sieht trotzdem top aus. Also für alle Leute, die irgendwie nicht gerne die Zeit aufbringen möchten oder nicht viel Zeit haben, um sich die Haare zu stylen und wirklich fresh sein wollen für die Woche, dann kann ich den Dyson Airwrap auf jeden Fall empfehlen. Gerade wenn man auch diesen Blowout-Look gerne mag und gerne so voluminöses, aber auch glattes Haar haben möchte. Für die Mädels mit einer Krause, ich habe auch krausiges Haar, ist das echt ein Lifesaver. Wenn euch der Look hier gefällt und ihr ein paar Tipps und Tricks mitnehmen konntet und dieses Video hilfreich fandet, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr meinen Kanal hier irgendwo abonniert und vielleicht sogar noch die Glocke aktiviert, damit ihr auch kein neues Video mehr von mir verpasst. Bleibt gesund und munter. Bis bald. Muah.